Hallo und willkommen, liebe Fußballfreunde. Was für ein herrlicher Tag. Die Sonne scheint, die Sonne lacht und wir freuen uns auf ein großes Fußballspiel. Die äußeren Bedingungen sind perfekt. Der Rasen ist ideal, ist nochmal frisch gemäht worden am gestrigen Tag. Sieht super aus. Also die beiden Mannschaften können sich hier auf eine tolle Unterlage freuen. So lässt es sich Fußball spielen. In dieser Region ist dieses Stadion hier das markanteste. Das wird hier ein attraktives Spiel werden zwischen diesen beiden Top-Mannschaften. Vielleicht ist das ja sogar ein Vorteil, dass es heute hier um nichts geht, weil wir haben zwei herausragende Fußballmannschaften, die sich gegenüberstehen. Und wenn die dann noch unbeschwert zeigen, was sie alles drauf haben, dann kann es ein großer Fußballtag werden. Der Ball rollt. Eine Standardfrage an unseren Experten. Wer ist deiner Ansicht nach der wichtigste Spieler hier? Ich glaube, es gibt europaweit kaum einen Strategen mit einer derartigen Spielintelligenz und mit einem derartigen Auge für das Spiel wie Javi Martinez. Ja, auf den hätte ich auch gesetzt und ich bin mir sicher, die Fans sehen es ähnlich. Gnabry. Genauso läuft man den Gegner heutzutage an. Tah. Mit der Brechstange. Ganz klar, Einwurf. Alario. Kimmich. Dreh den einfach nach vorn. Kurze Ecke. Serge Gnabry, da verheddert er sich. Und einfach das Bein reingestellt. Das ist Alario. Bailey. Pavard, Gnabry, Freistoß FC Bayern. Und jetzt zitiert ihn der Schiedsrichter zu sich. Radetzky hält den Souverän. Das ist eine gute Reaktion. Der Ball hätte sitzen können. Das war ein stark getretener Freistoß. Aber der Keeper macht in dieser Situation alles richtig. Havertz. Bender. Und nun Bailey. Alario, physisch enorm präsent. Lewandowski. Gnabry. Er probiert es mal mit dem Heber. Kingsley Coman. Und der gefährlich. Am Tor vorbei. Frei vor dem Tor, freier vor dem Tor, am allerfreiesten vor dem Tor und er macht das Ding nicht rein. Das ist einfach nur schlecht.
Serge Gnabry. Hier ist Lewandowski. Da ist die Chance. Freistoß, FC Bayern. Nix Elfmeter. Der Schiedsrichter sagt, das Foul war knapp außerhalb des 16ers. Weg damit! Alaba. Mit viel Gefühl. Bailey. Ist das ein langer Ball? Chance für Alario. Jetzt sprintet er mit dem... Alario! Zu unkontrolliert. Sie kommen zumindest mal zum Abschluss und die Abwehr wird sagen, okay, solange ihr es aus dieser Distanz versucht, dürft ihr auch. Kimmich. Müller. Serge Gnabry. Verliert den festen Stand. Freistoß, FC Bayern. Weg mit dem Ding. Freistoß, FC Bayern. Und der Torhüter ist zur Stelle. Der Unparteiische bitte zur Pause. Keine Treffer in Durchgang 1, also alles noch offen. Jetzt also laufen die zweiten 45 Minuten. Jetzt müssen Sie erstmal geduldig weitermachen, müssen an sich glauben. Und wenn Sie dann irgendwann feststellen, nach 60 oder 70 Minuten, es könnte eng werden, dann müssen Sie die Schlagzahl erhöhen. Denn dann wird natürlich der Druck vielleicht auch von den Rängen größer. Bender. Lang und weit nach vorne. Chance vereitelt, hat er richtig gut gemacht. Gnabry. Mit dem Pass stehen sie sich selbst im Weg. Das ist bei ihm das Problem im Aufbauspiel. Es fehlt die allerletzte Präzision im entscheidenden Moment des Passes. Javi Martinez. Foult und somit Freistoß. Klare Sache, das muss Gelb geben. Bayer Leverkusen mit einem klaren taktischen Ziel. Schieß los, welches? Sie versuchen ganz klar, die ganze Breite des Platzes und damit die Flügel effektiv zu nutzen. Serge Gnabry. Jetzt ist er und Lewandowski. Ein ordentlicher Versuch, absolut. Er versucht es mit dem flachen Ball, aber die Richtung stimmt nicht so ganz.
Und dann ist er weg, der Ball. Lewandowski. Serge Gnabry. Ja, und damit verhindert er den Gegentreffer. Guter Einsatz. Sowas sieht man immer gerne. Ab auf die Flanke. Und nun Bailey. Ab auf die Flanke. Der Ball kommt zu Bailey. Er bringt ihn in die Mitte. Das ist ein Eigentor. Das ist natürlich super bitter für ihn. Er muss das jetzt wegstecken und weitermachen. Ja, und diesen Wechsel, den haben wir schon so erwartet. Das ist definitiv ein offensiver Wechsel, der Sinn macht. Eine Verkettung unglücklicher Umstände schafft glückliche Momente. Das sind zwei Mannschaften, die auf allerhöchstem Niveau verteidigen. Ein solcher Fehler, ein solches Ding könnte die Partie entscheiden. Es bringt doch jetzt sowieso nichts mehr, zurückhaltend zu spielen. Wichtig ist nur, die Defensive darf nicht komplett aufgelöst werden und nach vorne muss ein bisschen mehr passieren. Coman. Müller. Das sieht gut aus. Perfekt antizipiert. Sie setzen hier auf klare Zuteilung. Es ist oft die einzige Chance, den entscheidenden Spieler des Gegners auszubremsen. Und dann musst du es machen. Wendell. Bekommt er den? Bailey. Flanke von Bailey. Einfach mal entsorgen. Sie sind noch nicht durch, aber sie sollten jetzt auch kein Risiko mehr eingehen. Die Zeit tickt und die Zeit tickt für sie. Das ist Alario. Alario! Bayern München ist direkt wieder im Ballbesitz. Chance für Alario! Chance auf Chance, doch das Tor fällt nicht. Sie machen wirklich vieles richtig, aber eben nicht alles, denn das, was hier überhaupt nicht passt, das ist der finale Moment des Abschlusses. Beide bringen neues, frisches Personal. Er geht auf Nummer sicher. Und das war's. Aus und vorbei. Die Abwehr hat trotz des einen Gegentores eine starke Leistung gezeigt. Das kann man über die Offensive nicht sagen. Die haben hier heute wirklich einiges liegen gelassen.